Hallo, ich bin's wieder. Herzlich willkommen heute zu einem Easy Workout, zu einem Einsteiger-Workout. Wir mobilisieren zuerst mal Gelenke, die wichtig sind, dass sie beweglich sind. Schultergelenke, Schultergürtel, Hüftgelenke, Fußgelenke. Nicht nur wichtig für die Haltung, sondern auch für einen gesunden und schmerzfreien Rücken. Und dann kräftigen wir Partien so wie Bauch, Beine, Po, Arme und natürlich auch den Rücken. Also viel Spaß. Beginne einfach mal auf den Platz zu gehen. Roll deine Füße richtig schön ab von der Fußspitze auf die Ferse. Ich drehe mich ein bisschen seitlich. Ganz bewusst abrollen. Wir machen uns auch jetzt ein bisschen warm. Und wie gesagt, mobilisieren unsere wichtigen Gelenksysteme. Denk immer an die Aufrichtung und denk vielleicht schon mal daran, deinen Bauchnabel ganz sanft nach innen zu ziehen. Der ist deine Stütze hier, der hält den Oberkörper, schützt die Organe und richtet uns auch auf. Dann geh einfach mal weiter und lass die Schultern schon mal rechts und links im Wechsel zurückkreisen. Schultergelenke, Schultergürtel mobilisieren und einfach weitergehen. Werde etwas größer, nimm deine Ellbogen zurück. Wichtig ist auch bei Nackenverspannungen, dass du da oben ganz locker bleibst im Schultergürtel. Und dann tippst du mal nach vorne auf, einmal den rechten Fuß und einmal den linken. Und lass deine Arme ganz locker mitschwingen. Dreh deinen Rumpf ein bisschen mit. Die Wirbelsäule kommt jetzt etwas mehr in Bewegung. Lass die Arme locker. Dann zieh deine Knie nach oben. Hüftgelenke. Und immer wieder aufrichten und Brustbein heben. Und dann langsam wieder zur Mitte kommen. Stehen bleiben, Arme gehen weiter. Schwing noch mal. Und nimm beide Arme zur Decke und streck dich rechts und links ganz weit nach oben. Schöne Übung auch für zwischendurch, um deine Muskulatur zu durchbluten. Komm schon mal weiter, auseinander in eine Grätsche. Ganz lang ziehen. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein bisschen durchbewegt und ein bisschen wärmer. Dann bleiben wir in der Grätsche, lass die Arme nochmal so richtig locker, deine Knie in Richtung Fußspitzen zeigen lassen, Brustbein aufrichten, Spannung im Bauch ist wichtig und dann setzt du dein Gesäß nach hinten unten ab und kommst wieder nach oben. Vielleicht merkst du auch, dass es ein bisschen schwierig ist, weil die Hüfte nicht ganz so beweglich ist. Versuch wirklich, deine Knie nach außen zu schieben. Deinen Rücken ganz gerade und nach hinten absetzen. So kräftigen wir unsere Oberschenkel, straffen die Beine und nimm dann ruhig deine Arme mit nach vorne. Wenn du dich aufrichtest, öffne dein Brustbein. Nochmal tief. Brustbein öffnen, Schultern zurückziehen. Und wenn die Muskeln ein bisschen brennen anfangen, dann reagieren sie, das heißt, dann verändern sie sich, dann bilden sie neue Muskelzellen. Also sie dürfen gerne ein bisschen brennen. Halte mal unten dreimal, komm dann wieder hoch, öffnen. Nochmal drei und öffnen. Geh so tief, wie es für dich okay ist. Du darfst gerne in die Waagrechte gehen mit deinen Oberschenkeln.
letztes Mal. Beim letzten Mal bleibst du jetzt noch mal unten, halte, atme und richte dich auf. Super. Beine einmal auslockern, einmal schütteln. Ich bleibe jetzt noch mal seitlich. Tippst du noch einmal mit rechts und links nach vorne. Noch mal aufrichten. Und jetzt tippen wir nach hinten. Also einmal den rechten und einmal den linken Fuß zurück. Achte gleich mal darauf, dass dein Becken parallel zum Boden bleibt. Und das Ganze mal langsam. Also zurück und vor. Schultern zurückziehen. Und wenn jetzt dein rechtes Bein zurückgeht, geht dein linker Arm nach vorne und umgekehrt. Daumen in Richtung Decke zeigen lassen. Wir kräftigen jetzt die Rückseite, Rückenstreckmuskulatur. Wichtig für die Aufrichtung. Und damit auch für einen straffen und flachen Bauch. Deine Schulter entspannt halten. Und dann bleibst du mit einer Seite beim nächsten Mal vorne. Halte hier und versuch jetzt Bein und Arm ein Stück abzuheben und wieder zu lösen. Hochziehen, lösen. Hier festbleiben in der Mitte. Länge. Vielleicht merkst du auch dein Standbein, dass dein Gesäß dich hier halten muss. Und ein letztes Mal. Und dann wechsel die Seite. Andere Seite. Erstmal wieder lang werden. Becken parallel zum Boden. Und los geht's. Festbleiben. Geht noch. Dann halte noch mal einen kurzen Moment und stütze dich noch mal auf. Einmal auf, die Oberschenkel abstützen, Rücken rund machen. Rück mal den Rücken in alle möglichen Richtungen durchbewegen. Und wenn du jetzt gespürt hast, dann ist es schon okay. Die Muskeln an Arbeiten darf man auch spüren. Lass deinen Rücken noch mal ganz gerade. Richte dich auf und komm dann nach unten auf den Boden. Ein Knie. Zweites Knie und geh zuerst mal in den Vierfüßlerstand. Von hier Hände unter die Schultern, Knie unter deine Hüftgelenke platzieren. Und jetzt gehst du mal mit deinem rechten Ellbogen tief, mit deinem linken. Dann gehst du wieder mit rechts nach oben und mit links. Hier kräftigen wir unsere Handgelenke und unsere tiefe Rumpfmuskulatur. Also, wenn du jetzt runter gehst, geh jetzt mit links tief. Drück dich nach oben und wechsel. Die Stützkraft ist ganz wichtig für den Alltag, auch für die Schultern, die Aufrichtung. Einmal rechts runter, wieder hoch und einmal links runter. Vielleicht spürst du auch mal, was in deinem Bauch passiert, in deinem Rücken passiert. Jetzt spürst du die Muskeln. Geht noch. Noch einmal. Und wenn du das nächste Mal runter gehst, bleibst du hier unten. Nimmst die Ellbogen unter die Schultern, ziehst dich raus aus deinen Schultern, Bauch spannen, Fußspitzen aufstellen
Und dann versuch deine Knie einen kurzen Moment abzuheben und halte diese Spannung. Ganzkörperstabilität. Atmen, halten, die Knie schweben. Ist gar nicht so einfach. Atem fließen lassen. Noch 4, 3, 2. Setz deine Knie ab und locker dich nochmal aus. Schultern kreisen. Die Stützkraft ist wichtig, auch für den Alltag, hier im Schultergürtel. Also man darf da auch was merken. Dann kommst du einmal nach vorne, drehst dich auf die Seite, kommst in die Seitenlage. Einmal deinen Kopf ablegen. Lass deine Beine hier im rechten Winkel. Leg den Kopf auf deinen Oberarm ganz gemütlich ab. Hier darfst du dich gerne abstützen. Und jetzt versuchst du, hier deine obere Hüfte ein Stück von dir wegzuschieben, sodass du merkst, dass unter der Taille etwas Luft bleibt. Genau, dann ist nämlich dein Bauch aktiv. Und jetzt hebst du dein oberes Bein und versuchst mal kraftvoll das Gefühl zu haben, du hast hier ein Kissen zwischen den Knien und du schiebst dein Bein ganz kraftvoll nach unten. Becken bleibt senkrecht. Für einen knackigen Po. Immer wieder an die Luft unter der Taille denken und an das kraftvolle nach unten schieben. Merkt man schon? Ja, oder? Halte jetzt hier und dreh dein Knie ein und die Ferse zueinander. Immer noch Becken stabil. Nur ein bisschen ausdrehen. Geht noch? Ein letztes Mal. Halte dann dein Bein nochmal. Und lass locker. Sehr gut. Einmal auslockern. Oberes Bein etwas mehr strecken. Und der Arm, der jetzt oben liegt, den stützt du vorne auf. Drück dich nach oben. Der andere Arm darf dich umarmen. Und jetzt gehst du mit deiner Schulter ein Stück in Richtung Boden und drückst dich wieder hoch für den Oberarm. Nochmal. Tief und wieder hoch. So viel wie geht. Wenn es nicht mehr geht, ruhig mal eine Pause einlegen. Gleich haben wir es. Letztes Mal noch tief und wieder hoch und auslockern. Handgelenk entspannen und gleich mal auf die andere Seite kommen. Einmal ablegen. Den Kopf auf den Oberarm, gemütlich, Beine im rechten Winkel, unter der Taille etwas Luft, Bauchspannung, oberes Bein abheben und jetzt kraftvoll nach unten schieben. Stell dir hier wirklich ein Kissen vor, das du zusammendrückst. Hier ein Glas abstellen, das nicht herunterfallen darf. Vielleicht merkst du auch noch die andere Seite von vorher, oder? Und jetzt bleibst du hier und drehst dein Knie ein und die Fersen zueinander. Becken wieder senkrecht stehen lassen.
Noch einmal. Halte und löse. Super. Einmal dein Bein weiter nach unten strecken. Der Arm stützt hier wieder auf. Leicht nach innen drehen. Drück dich nach oben. Umarme einmal deinen Brustkorb und geh mit der Schulter tief und wieder hoch. Nochmal der Winkelarm. Man hat auch eine Lieblingsseite, oder? Ein Arm, der stärker ist. Und ein letztes Mal. Und lockern. Auslockern und wir kommen in die Rückenlage. Einmal die Füße aufstellen. Oberschenkel fassen, langsam abrollen. Einmal deine Arme entspannt neben dem Körper halten. Schultern dürfen jetzt wirklich entspannen. Schieb die Füße in den Boden, dein Steißbein Richtung Ferse. Gib dein Becken und roll dich jetzt so ein Stück nach oben auf, bis du maximal bei deinen Schulterblattspitzen ankommst. Und dann gehst du wieder ein Stück tief. Nochmal hoch. Rückseite, Oberschenkel, Gesäß. Und die Füße richtig aktiv in den Boden schieben. Merkst du gleich noch vermehrt die Spannung. Versuch dich oben zu halten. Bleib hier und jetzt ist wichtig, dass dein Becken wirklich so stehen bleibt. Schließe deine Füße etwas und heb jetzt einmal deinen rechten und einmal deinen linken Fuß. Jetzt trainieren wir auch Taille, Bauch. Hier wirklich stabil bleiben. Nicht mehr lang. Acht noch, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und Wirbel für Wirbel abrollen, Beine auslockern. Hände schon mal hinter den Kopf. Eine letzte Übung, noch für die schrägen Bauchmuskeln. Bauchnabel sanft nach innen ziehen und mit dem Ausatmen Kopf anheben. Platz zwischen Kinn und Brustbein halten. Linke Hand zum rechten Knie. Einatmen, rechte Hand zum linken Knie. Einatmen, also aus. Und ein Versuch mit dem kleinen Finger das Knie von oben einmal zu berühren. Ellbogen ein Stück weiter nach vorne, sodass der Nacken entspannt sein kann. Rippenbögen und Beckenknochen zueinander ziehen. Gleich haben wir es geschafft. Noch acht, noch sieben, noch sechs, es wird schon wärmer im Bauch, fünf, vier, macht's ruhig in deinem Tempo, drei, zwei und entspannen, sehr schön, einmal langstrecken, rundrum einmal gekräftigt und mobilisiert. Rückmal gähnen und strecken und räkeln. Den Bauch dehnen, ein großes X formen. Stell deine Füße nochmal auf, lass sie hüftschmal geöffnet. Lass deine Knie einmal nach rechts, Kopf nach links. Und dann nacheinander zur Mitte.
zur anderen Seite, zur Mitte. Ganz locker. Und dann bleibst du noch mal in der Mitte. Kreuz dein rechtes Bein über links. Entweder reicht es dir so von der Spannung und Dehnung oder du ziehst dein Bein noch zusätzlich zu dir heran. Spürst die Dehnung im Gesäß. Lass nochmal locker, wechsel gleich die Seite. Kreuzen, entweder reicht es dir so oder du ziehst das Bein zusätzlich noch zu dir ran. Lass deine Schultern entspannt und den Atem fließen lassen. Vielleicht mit jedem Ausatmen bei der Dehnung ein Stück weiter in die Dehnung hineinziehen. Dann lässt du nochmal los, nimmst ein Bein, ziehst dich nach oben, komm gleich auf die Seite. Einmal Hände unter deine Schultern, beweg deinen Rücken ruhig nochmal, den haben wir auch gekräftigt. Komm auf deine Füße, nimm die Hände zurück, streck mal deine Beine so weit wie du kannst, die Hände am Boden halten, den Kopf hängen lassen, Rücken mal rechts und links treten. Deine Knie anbeugen, stütz dich auf die Oberschenkel, roll dich langsam nach oben auf, bleib nochmal ganz aufgerichtet, ein Bein fassen, den Fuß fassen, Knie zurückziehen, Bauchspannung, wenn du möchtest, hol dir ein Handtuch, wickel es einmal rum und dann kannst du dein Bein auch nach oben ziehen oder am Socken fassen. Wichtig ist jetzt Gesäß anspannen, spür die Dehnung. Vorne, Hüftbeuge, Oberschenkel. Gleichgewicht natürlich auch. Und wechsel dann die Seite. Anderes Bein, Knie zusammen. Fuß in die Hand schieben, aufrichten. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich freue mich natürlich auch über einen netten Kommentar, wie es dir so gegangen ist. Und wenn du möchtest, schau mal oben zu dem Infopunkt. Da findest du noch mehr Easy Workouts, lass wieder locker, auslockern. Das heißt nicht, dass es nicht effektiv war. Wir haben wirklich den ganzen Körper einmal durchgekräftigt. Dich nochmal lang, rechten Arm zwischen die Schulterblätter und nach unten ziehen, den Trizeps noch dehnen. Und wenn mal irgendwas nicht so geht, dann wechseln, dann einfach Pause machen und dann wieder weitermachen. Dann nochmal lösen, Beine schließen, nochmal einatmen, langstrecken, nochmal ausatmen, dich richtig fallen lassen, nochmal ein, nochmal aus, einatmen, öffne die Arme, zieh deine Ellbogen nochmal ganz weit zurück, spür die Dehnung in der Brustmuskulatur, letztes Mal einatmen, zurückziehen und ausatmen, entspannen. Sehr schön. Freue mich richtig, dass du heute wieder dabei warst. Vielen Dank. Und natürlich freue ich mich auch, wenn wir das nächste Mal wieder gemeinsam trainieren können. Vielleicht hast du auch Lust, dieses Video Freunden zu schicken, damit wir möglichst viele Menschen bewegen. Oder ganz einfach. Bis zum nächsten Mal.